Hallo, euer Capo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von Watcher of Wellens. Es ist soweit, Vorgeschmack auf die Jubiläumsfeier. Ich habe es vor ein paar Wochen schon angekündigt, habe gesagt, ich hoffe, dass was Geniales kommt zum Jubiläum halt, wenn Watcher of Wellens endlich ein Jahr wird. Lange ist es nicht mehr und sie haben richtig, richtig viel wieder geplant. Wer jetzt das Spiel fast ein Jahr spielt, weiß, dass man so eine Schwächephase gab, so Anfang des Jahres, bis, sage ich mal, im April rein, war so eine Schwächephase, wo halt viele das Spiel auch aufgehört haben, weil halt kein Content kam. Seit dem letzten Update, was kam im Juni jetzt oder auch Mai, war schon gut, kam halt relativ viel Neues wieder in dem Spiel, was halt wirklich super ist. Und jetzt ist halt das Jubiläum, wo Watcher of Realms dann ein Jahr raus ist und sie haben hier richtig, richtig viel reingepackt und Sachen, die ich sehr, sehr interessant finde. Fangen wir von vorne an. Ein neuer Gildenboss wurde lange angekündigt, habe schon mal ein bisschen was darüber erzählt, weil dann ein Update auf dem Forerunner-Server kam, dass sie da Anpassungen durchgeführt haben. Und jetzt kommt dieser neue Titan-Ruinenwächter Semra kommt endlich zu uns. Der mit Spannung erwartete Gildenboss Titan-Ruinenwächter Semra steht vor der Tür. Er verfügt über verschiedene Kampfmode, die von den Kommandanten eine dynamische Anpassung ihrer Strategien verlangen. Dies ist deine Chance, sowohl deine persönliche Taktik als auch die Zusammenarbeit deiner Gilde unter Beweis zu stellen. Und das klingt wirklich super, sodass es halt wirklich interessanter wird, dass man mit seiner Gilde halt zusammenarbeitet. Und finde ich wirklich richtig, richtig nice, dass er endlich kommt und habt da richtig Bock drauf, mit euch das zu testen. Tonnenweise Beschwörungskristalle. Gut, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich etwas zu wenig. Für so ein Jahr Jubiläum, ein goldener Splitter hier, finde ich echt nicht viel. Hätte man, wie schon erwähnt, in den letzten Update-Videos, ich halte dann eher was, wenn so 3, 4 von den goldenen sind, gerade wenn ein Jubiläum ist. Wir haben jetzt zwar 10 blaue, aber ihr wisst, das ist eine 10er-Beschwörung. Was ist das heutzutage? Und 2 uralte ist ehrlich gesagt lächerlich. Also da hätte man lieber mehr goldene machen können. Finde ich ein bisschen wenig, aber es ist kostenlos. Wollen wir also mal nicht meckern. Interessant finde ich das hier und da bin ich mal echt gespannt, in welchem Ausmaß das ist. Verbesserte Belohnung ab dem 24.06. Größere Belohnungen warten auf dich. Bin ich mal echt gespannt, ob das jetzt beim Farmen ist, wenn man eine Raid farmt oder generell, dass man ja irgendwo besondere Belohnungen oder mehr Belohnungen bekommt, dass die halt besser, in Anführungsstrichen, ja, also man sieht hier viel uralte Splitter, also generell viele Beschwörungskristalle, bin ich mal echt gespannt, in welcher Art das, was sie da machen, also da bin ich mal echt gespannt, was da kommt. Neue Event-Raids und exklusive Helden. Ab den 12.06. ein Champ, den sich viele gewünscht haben, der Ruf der Hexe Daya. Ist halt ein Event, was kommt, Blüte des Todes, 12.06.24 kommt Dahlia. Dann am 27.06. auch ein Jubiläumsevent, Anora, auch ein limitierter Champ, also sehr, sehr interessant. Erhalte legendäre Helden durch die Splitterbeschwörung. Da kommt eine Helga, heißt sie. Auch sehr, sehr interessant. Habe ich auch schon mal was davon gehört, dass sie wirklich nicht schlecht sein soll. Bin ich mal echt gespannt. Erhalte legendären Helden durch die Heldenfusion. Es gibt wieder neue Heldenfusion. Myka. Also ich mache zu jedem einzelnen definitiv nochmal ein Video dazu, aber das ist jetzt erstmal nur der grobe Teil hier. Ab den 18.06. gibt es ein Heldenfusions-Event. Sehr, sehr nice. Also kriegen wir schon mal richtig, richtig viel neue Champions dazu, die halt dann auch bestimmt in irgendein Event wieder, oder nicht in irgendein Event, in irgendeinen neuen Content richtig gut reinpassen werden. Also da sollte man probieren, auf jeden Fall sich jeden Helden mitzunehmen, soweit es in der eigenen Ermessung ist, dass man sagt, ich investiere genug Zeit, um diesen Champion zu bekommen oder ja, nehme an den Events teil, weil sonst, gerade wenn sie limitiert sind, wie ihr oben gelesen habt, ist das dann immer relativ schwierig. Tonnenweise neue Skins, okay, Skins sehen schön aus, ja, zum Glück haben sie nicht so eine hohe Auswirkungen auf Angriffe oder sonst was, von daher finde ich das nicht schlecht. Fred, Itri und Olax Skin, also was wieder fürs Aussehen und schließe Quest ab und kostenloses Reittier zu erhalten und das finde ich wieder interessant. Es ist halt kein Reittier jetzt, was wieder einfach so eine Quest überspringen kann zum Beispiel oder so einen Kampf überspringen kann, sondern gewährt die Chance, zusätzliche Belohnung zu erhalten. Da bin ich mal echt gespannt, was das ausmacht und auf jeden Fall werde ich mir definitiv probieren, so schnell wie möglich den Barbar zu holen und
hoffentlich dann wirklich ein paar bessere Belohnungen bekommen, sind wir mal gespannt. Jubiläumsevent, Jahresrückblick. Wir erstellen ein individuelles Video, das deine unvergesslichen Momente in Tür festhält. Sowas kenne ich von Wait, das haben die da auch damals gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Ist halt so ein persönliches Video für jeden, das man sich dann angucken konnte in einer gewissen Zeit. Und das fand ich wirklich, war nicht schlecht, war mal so, gerade jetzt nach einem Jahr, dass man mal so sieht, was man alles in der Zeit vielleicht geschafft hat. Sind wir mal gespannt, wie sie das gestalten, ob das wirklich interessant wird. Und dann ist hier noch eine Sache, die ich auch wieder sehr, sehr interessant finde. Eine neue, unbekannte Herausforderung und fantastische Belohnung warten auf die mutigsten und klügsten Abenteurer. Also hier bin ich mir echt gespannt. Das sieht jetzt erstmal so aus wie so ein Tower. Also, dass man stufenweise immer weiter aufsteigt, sage ich jetzt mal von 1 bis 100 oder so, wo man Missionen erfüllen muss, bin ich mir echt gespannt, ob das wirklich so stimmt oder ob das hier einfach nur so wie Wochenbelohnungen sind oder Wochenaufgaben, die man mit seiner Gilde oder so schaffen muss. Also da bin ich mal echt gespannt, was das hier wird. Aber neuer Content kommt ins Spiel und das auch in den nächsten Wochen. Ja, es ist vollgepackt mit neuen Champions, Reittier-Skins, ja, legendäre Helden, limitierte Helden, bessere Belohnung und endlich der neue Gildenboss. Ja, also lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich finde es auf jeden Fall wieder der richtige Weg und das Spiel entwickelt sich in eine Richtung, die ich mittlerweile richtig, richtig gut finde und ich hoffe, dass das auch noch lange so bleiben wird. Mir macht das Spiel echt Spaß. Es kommen auch, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nach fast einem Jahr noch relativ neue Spieler oder viele neue Spieler hinzu. Bin mal gespannt, wie das Spiel vielleicht nochmal ein bisschen nach vorne pusht, allgemein in der deutschen Community, weil wie gesagt, neue Spieler ist ja immer wieder super. Und was halt jetzt noch eine Funktion ist, die hinzukommen muss in den nächsten Updates, damit die Leute wieder etwas mehr Spaß haben. Es muss die Droprate von uralt mystischen ja, oder generell von der guten Ausrüstung, muss halt endlich was passieren, dass die Dropraten wieder verbessert werden. Es ist aktuell das Farmen relativ langweilig, relativ eintönig. Man kriegt kaum was Gutes, man kann so viel Energie reinballern und es kommt nichts und das ist halt einfach nur traurig und schade und nimmt viele so ein bisschen, die jetzt noch nicht seit Anfang an dabei sind und damals die guten Dropraten hatten, nimmt vielen neuen Spielern dann so die Lust am Ende des Tages dann überhaupt noch zu farmen. Das sollten sie wirklich so schnell wie möglich anpassen. Kam auf den Forerunner-Server und bin mal echt gespannt, ob dieses Update auch dann irgendwann zu uns kommt in den nächsten Wochen, Monaten, dass halt gerade die neuen Spieler, auch die noch nicht so gute Ausrüstung haben, dann mehr Spaß wieder kriegen, die 19, 20, 21 nachher zu farmen. Ja, wie gesagt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ansonsten schaut doch mal gerne bei mir in der Videobeschreibung rein. Da ist mein Partner verlinkt, Holy Energy. Wer noch eine gesunde Alternative im Energy, Eistee oder Sportgetränk-Variante sucht, schaut da gerne mal rein. Habe auch Videos dazu auf meinem Kanal in der Playlist Holy Energy. Meine Rabattcodes sind auch darunter verlinkt. Für jeden neuen Capodaster 5, dass ihr 5 Euro bei der ersten Bestellung spart und für allen eingefleischte Kunden von Holy Energy gibt es meinen Code Capodaster, sodass ihr 10% auf jeder Bestellung spart. Ihr spart, ihr supportet mich dadurch, von daher passt das, denke ich. Ja, wie gesagt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und ansonsten, wie immer, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Capo, macht's gut, ciao, ciao.